Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS17 auf der RBG Schwarze Pumpe 1988 mit dem Tom, Mike und Freezy. Hallo. Hallo. Moin. So, ihr Bobbeles, das Feld ist abgeerntet, der Raps liegt im Lager und jetzt müsste mal noch einer den Drescher zurückfahren, da habe ich nämlich echt keinen Bock drauf. Oder machst du das auch noch? Ach komm, ich mach das auch noch. Jetzt habe ich wieder, jetzt krieg ich wieder rangerieselt, dass wir sammeln echt immer noch viel Stroh rein. Ja, es liegt immer noch jede Menge Stroh hier oben. Ich denke, das ist weg, wenn es regnet, von daher. Ja, es regnet ja noch nicht wirklich. Es fängt jetzt an, aber es diesig wird diesig zu werden. Ja, ich würde gerade sagen, es wird diesig. Aber macht das Sinn, die Dinge aufzusammeln, Tom? Ach, der Server läuft sauber, wenn die verschwunden sind. Ja, aber die sind doch gleich verschwunden, wenn es regnet. Ja, das dauert aber noch einen Moment. Die lösen sich ja erst während des Regens auf. Du bringst sie noch ein bisschen Nutzen. Was hatten wir mit denen gemacht? Du kannst die in die Produktionszweige schaffen. Oder in Komposter oder in Schnellsilierer. Okay. Oder wir grubbern den Rest einfach runter. Ja. Hatten wir Schneidwerkswagen? Ich glaube da oben. Ja, die standen unten an dem Feld oder oben am Feld. Als wird's so echt diesig, Alter. Wie geil ist das denn? Ey, kriege ich ein zweites Fass an das Fortschrittfass? Also kann ich zwei dran kommen? Eine Kupplung hinten dran ist. Ja, ist, aber ich frage ja, trotzdem. Müsste gehen. Können wir nochmal eins kaufen? Das müsste gehen, ja. Dann könnte ich direkt. Wir haben 30.000. Ich weiß nicht, ob was das kostet. Dann scheiß mal drauf. Was kostet's denn? Ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber. Nee, wir haben 29.000 auf der Kante. Mit einem Kummer eingestellt. Da lieber zweimal fahren, weil es tut noch zwei, drei Stunden zu beschregnen. Da müssen wir so in so einer Art mal vorspulen. Was hätte ich hinten? Drescher. Oder warte mal. Das Schneidwerk hier drauf kriegen, wir haben den ja Schneidwerkswagen, auch, ist echt nicht easy. Kann ich mit dem Universal-Diesel-Tank überladen? Also kann ich damit zum Beispiel die... Nee, Diesel nicht. Da brauchst du einen speziellen Diesel-Trailer von Kotte. Okay. Der steht oben in der Rapsrefinerie. Würde mal bitte jemand den Drescher mit, den zweiten Drescher mit mir runterfahren? Ja. Mach ich. Welchen bist du drin? Da fällt mir gerade ein, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt hier meinen Kamera-Overlay wieder. Ja, der andere steht dahinter. Das ist ein bisschen zu groß, oder? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob das zu groß oder zu klein direkt ist. Direkt dahinter, deswegen. Der andere. Ja, der ist sehr nett von euch. Dankeschön. Wenn du sagst, der da dahinter steht, dann konnte ich ja auch in den richtigen reinswitchen. Ja, den anderen kannst du eh nicht reinswitchen, da steht. So, Tom, komm, heute darfst du mal vorne wegfahren. Da stand aber nicht drin, hier sitze ich, wenn ich mich hier durchs Menü switch. Ja, aber du landest da automatisch in dem, wo keiner drin sitzt. Ja, aber der Übersichtskarte tut ja der grüne Ring drum leuchten. Wo du sagtest, der hintere, da wusste ich, welchen so du meinst. So, gut, Drescher wieder rein. Haben wir noch ein Feld oder ist jetzt alles runter? Nee, da kommt eine Art noch eins. Aber erst nach dem Regen. Ja, aber ist jetzt aktuell noch ein Feld? Nein. Nee, gar nichts, oder? Das ist gut. Also ist jetzt steht jetzt nur noch das maximal Stroh einsammeln, beziehungsweise. Ja, Stroh einsammeln und nachher die Rüben und die Kartoffeln standen doch, Mike, glaube ich, auch schon auf Ernten. Aber wisst ihr, was ich da mache, wenn es regnet? Da bleibe ich mal einen Tag zu Hause, spiele LS. Das klingt vernünftig. Ja. Nein, die Zuckerrüben und Kartoffeln kannst du auch nicht bei Regen ernten. Ja. Echt nicht? Nein. Dann müssen wir den doch ja in den Forst schicken, ja? Damit wir nicht los sind. Ja, kann er ein bisschen mit dem LP19 rumputschern. Was ist? Nix. So. Ich hab echt gedacht, ich hätte jetzt mein Wasserfass am Hof stehen lassen, weil er so gelacht hat. Da muss ich erstmal drin gucken, ey, ob ich die Not dran habe. Oh. Das hat gedonnert. Gleich geht der Regen los. Oder das waren die Zwiebeln. So, was ist denn hier mit der unserer Obstbude? Die läuft auch nicht mehr. Warte mal, da fehlt doch was, oder? Bestimmt die Gärreste. Hier fehlen Kompost.
Ja, deswegen haben wir doch schon die ganze Zeit was im Komposter geschafft. Ja, gut, dass Freezy damit draußen sinnlos auf der Karte rumfährt. Freezy hatte doch vorhin Kompost dran. Ja, und wo hast du den hingebracht, Freezy? Zu meinem Salat. Ach, denkt doch nur an Salat. Sein Salat. Data und das meine ich. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, das meine ich. Sinnlos. Ach ja, Rix ist im Drescher warm. Wir haben heute den Dachkasten gestrichen bei diesem Dreckswetter, ey. Das war nicht so cool. Schön, dass euch das interessiert. Bei Mittwoch kommt der Edelputz aufs Haus. Es wurde zur Kenntnis genommen. Ja. Sag mal, Tom, komm mal hier rein. Guck doch mal, wie leer unser Hof ist. Die ganze Wahl. Wo steckst du denn, Freezy? Ach ja, bei deinem grünen. Ich kann hier kein Wasser überladen. Der macht zwar, der fängt an, das Geräusch zu machen, aber passiert nichts. Ah, ist wieder so typisch. Es regnet. Ja, es regnet. Verschwindet? Sieht man das Stroh jetzt schon verschwinden? Muss ich mal blöd fragen. Freezy, das Wasser ist randvoll. Da kannst du noch lange versuchen, was reinzuschmeißen, wenn hier 100% Füllstand ist. Wieso ist denn hier Wasser drin? So, hier liegt ein Anhänger mit Ballen. Macht denn der Anhänger mit Ballen hier? Warum liegt denn der hier rum? Ja, das haben wir uns auch gefragt, wo wir auf die Map gekommen sind. Was ihr da als letztes gemacht habt. Ich habe als letztes geendet. Wir wissen nicht, wer den Ursus da unten so kultiviert geparkt hat. Oh, der Anhänger habe ich schon wieder hingestellt, aber den Anhänger ging nicht. Ja, der hat keine Kolli. Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Hier ist ja schon Diesel alles da. Ja, wir haben doch gesagt, ihr spielt das Safe Game von uns vom Server weiter. Ja, aber wer hat das denn da reingetan? Ja, du hast der doch der Mike. Ihr spielt das Safe Game vom Server weiter. Von unserem Server. Ach so, ja, weil ich hab dich letztens gefragt, da hast du gesagt, ihr macht das nicht. Da muss nur alles hin. Hänger steht wieder. Egal, muss irgendwo Wasser hin? So, jetzt verschwindet langsam das Stroh, sagt ihr, ja? Ja, das dauert ein bisschen und dann siehst du richtig nach, wie die Lücken drin sind. In den Strohspaten. Okay. Ist auch noch ein Anhänger. Wollen wir die Geräte mal alle zum Hof einfahren langsam, oder? Ich glaube, es würde Sinn machen. Ja, hier oben bei dem Feld 22 gegenüber von der LBG-Einfahrt steht ein HW-80-Hänger. Ganz alleine. Ich fahr jetzt erstmal hier den Ursus mit den zwei Anhängern runter und dann steht hier noch die Ballenpresse, die müsste noch abgeholt werden. Aber wenn die nicht gekauft ist, kann die ja zurückgegeben werden. War die nicht gekauft? Weiß es nicht. Brauch ein Regencape. Vielleicht hätte es ein Dach kaufen sollen. Ja, ein Traktor mit Dach, der bringt auf jeden Fall Punkte für sie. Das sag ich dir, du. Der Tiger hat mir nicht geantwortet, ob er die Deutschmutz draufgehauen hat. Fisch hat er geantwortet. Hat er? Du hast geschrieben, dass die Deutschmutz damit drauf sollen, da hat er geschrieben, okay. Du hast mir nicht gesagt, wann. Ja. Ach, der hatte Tatsache. Bin gespannt, wie die Map ist. Ich glaube, die Map ist richtig gut. Ich spoiler doch hier nicht. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie viel. Na. Sehr ruhig. Wie viele Folgen willst du machen? Weiß nicht. Mehr als zwei meine ich.
2 Folgen? Ja, in der Woche. Alles klar. Am besten würden wir die raushauen am Montag und am Mittwoch. Ja. Kannst du machen. Gut. So. Hast du wieder mal vor, Mudrunner zu spielen? Könnte man mal wieder eine Aufnahmesession machen, ja. Aber ich überlege wann. Kommt doch sehr verhalten bei den Leuten an, oder? Ja, es ist halt immer wieder was sehr Spezielles. Ja, aber ich bin da erst gar mal gut an. Es ist irgendwie, ich glaube, die Leute, sagt man das am dümmsten. Ich werde nicht sagen, die fühlen sich verarscht, weil das ist ja blöd. Aber es ist halt eben, ja, es ist ja dasselbe Game wieder, ne? Ja, und eigentlich bloß die grafisch-optischen Anpassungen. Wenn du das Spin da aus Plus gespielt hast, hast du am Ende schon mehr Funktionen drin. Ja. Das ist halt das, weißt du? Das fanden die Leute nicht so cool. Ich habe jetzt noch im Anhänger ein bisschen Stroh. Wo soll denn das hin? Entweder ein Schnellsilierer oder ein Komposter. Und wenn du eh zum Hof fahren wolltest, kannst du zum Schnellsilierer fahren. Lädt der auch automatisch ab? Ja. Ja, da wird es auf alle Fälle angenommen. Wo liegen Strohballen? So, da können wir aber jetzt theoretisch. Siehst du, jetzt weiß ich, was die ganze Zeit gefehlt hat: Radio. Mal die Zeit auf 15 nehmen, oder? Wäre das. Stört das? Nee, weil da der Spritnaht mit abhaut. 5? Ja. Irgendwann müssen wir aber vorspulen, oder? Ja, nach außerhalb der Session, nach der Aufnahme. Jetzt habe ich so einen blöden Poller-Volley genommen. So. Komm, was auf der Agritechnica? Nee, ne? Nee. Warum nicht? Private Sachen, weißt du doch. Achso, ja, gute Frage. Jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Oh oh. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh oh. Jetzt. Oh jetzt. Das war mal ein Leck. Da sind bestimmt die Ballen mal eben verschwunden. Ich habe eine andere Vermutung. Ich weiß nicht, ob der Season Mod uns spulen. Ja, eigentlich macht das Spulen dem Season Mod nichts aus. Außer wenn du machst 120.000-fach, dann springt er aus der Bahn. Also dieses ganz schnell spulen, meinst du? Ja, dieses Fast Forward, das mag der gar nicht. Das macht er gar nicht? Nee, dann geht der Seasons Mod durcheinander. Okay, das heißt, im Herbst schneit's. Nee, im Sommer schneit's. Nee, das nicht ungefähr. Aber es wird abgeraten von den Realismus-Modding, die den gemacht haben. Okay. Okay. So. Wann kriege ich endlich mein Fendt 800? Gar nicht. Ey, was laberst du? Da verkaufe ich jetzt den Scheißdeutz. Nö. Warum? Du kriegst den Kackdeutz und ich krieg seit Ewigkeit mein Fendt 800 nicht. Warum? Ja, weil das halt mal so jetzt ist. So ein eingebildeter Futzke. Futzki. Patzke. Wollte ich eigentlich sagen. Jetzt habe ich das richtige Wort. Die ersten Löcher in den Spaten kommen schon rund durch. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir die Ballen hier automatisch. Nee, die muss ich hier abkippen, ne? Hey, eigentlich müsstest du nur durch den Trigger fahren. Nee, stimmt. Dann nimmt sie. Ja. Oder sie sind jetzt verschwunden. Das kann natürlich auch sein. Durch den Regen. Aber nee, ich glaube noch nicht. So, der Urs ist ein sehr schöner Traktor, der gefällt mir ganz gut. Oh. Der ist viel hübscher als der Fendt. Na, das würde ich jetzt nicht so stehen lassen.
Musst du aufpassen, Mike. Musst du aufpassen. Möchte endlich diesen Fendt haben. Er will auch nur den Fendt haben, weil die Mehrheit auf Fendt steht, damit er die Sympathie der Fendt-Fahrer auf sich hat. Was für eine? Aber wisst ihr, warte, ist mir scheißegal. Sagen, ne? Ja, es gibt nur eine wahre Traktormarke und das ist Deutz. Da darfst du dich nicht runtermachen lassen von den Jungs, Mike. Du musst auf das beharren, auf was du magst. Ich hätte ja lieber mein IHC wieder. Oh ja. Muss ich ehrlich sagen, IHC gefällt mir auch extrem gut. Aber gibt's ja auch gute Mods mittlerweile? Oh ja, einige. Ja, aber die sind alles die kleinen. Ich hätte gerne den 1455er aus dem LS15 wieder. Hä, hey, der 1455er ist ja hier original drauf. Ja, aber der ist nicht so schön wie der aus dem 15. Echt? Ich hätte so viele Mods aus dem 15er gerne, aber irgendwie... Ja, was du willst, mach mal die Augen zu. Was siehst du? Gut, alles klar. Aber was für ein eingebildeter Fatzke, ey. Was? Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Lasst das Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei. Wir sind erstmal raus, bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.